Machen wir gleich mal einen fauler Apfel, weil wir sind da sicher irgendwo so durchgelaufen. Und dementsprechend. Ja, wie ich es mir gedacht habe, wie ich es mir gedacht habe. Oh. Habe ich Bock auf die Mission? Da habe ich definitiv Bock auf die Mission. Also dadurch, dass die andere sogar noch weiter weg ist, würde ich sogar die Hoffnung haben, dass es. Ja, wenigstens ein bisschen weiter oben ist. Genau. Ja, schnell, wir müssen sowieso eine Schnellreise machen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen sowieso eine Schnellreise machen. Aber, na gut, let's go. Und das ist natürlich mal wieder ein bisschen. Es ist schon gut, aber ich glaube, da bräuchte ich sogar noch mehr Wasser. Wäre mal ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, mir ein bisschen sogar viel zu süß. Viel zu süß. Aber ich habe einen ganz normalen Shaker genommen, so wie sonst auch immer. So wie ich zum Beispiel die ganzen anderen auch getestet habe und Drachenfrucht und alles drum und dran. Also da vielleicht gerade mal um vielleicht 50 Milliliter, 100 Milliliter anders. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Weil bis zum Rand voll habe ich den voll gemacht, den Haverer. Dementsprechend kann ich noch nicht sagen, dass da nicht zu wenig Wasser drin gewesen wäre. Alter, so viele Fragezeichen. Oh, ich bin im Himmel. Bin definitiv im Himmel. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir sich mal die Nebenquest an. Ich glaube, das ist sogar eine von den Nebenquests, was uns quasi nach deinen Hauptquest noch dazu gesagt worden ist. So, Herr Stigi, schau mal dort und dort vorbei. Würde ich jetzt mal in dem Fall sagen. So gut aus? Ja, da ist schon markiert. Passt, sehr gut. Und jetzt kann ich trotzdem wieder was trinken auf einen Kaffee, gell? Ja, du bist doch ein Idiot, oder? Gibt doch keinen Idiot, oder? Einzige Idiot. Was interessiert bist du? Aber mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, außer die ganzen Rufzeichen. Kein goldenes Fragezeichen. Oder fast keins. Mir wäre jetzt auf den ersten Blick gar keins aufgefallen. Ja, okay, wir hätten ein goldenes Fragezeichen gehabt, war aber die Stadt. Sonst ist die nicht. Ja, gibt's nichts, gell? Gibt's nichts Faszinierendes in der Welt. In dem Bereich da gibt's gar nichts. Nenn mal an, so ein goldener Haverer da. Nenn mal an, goldener Haverer. Was ist, was da los ist mit den drei Gebieten da? Ich vermisse meine goldenen Fragezeichen. Ich habe die Angst, dass ich keine Wegenspunkte mehr kriege. Wo bleiben die guten alten Fähigkeitspunkte? Wer weiß, wann es wieder stoppt. Ich glaube bei 50 oder bei 60 oder vielleicht sogar bis 100. Wie bei, okay, 99 halt in dem Fall. Wie bei Assassin's Creed Odyssey. Aber dennoch. Viel Militär auch, aber sogar dreistufige. Also, werden wir ordentlich kriegen, hätte ich gesagt gehabt. Da werden wir ordentlich kriegen. Und genau zu dem Bereich müssen wir anscheinend. Und wir sind am Arsch. Wir sind definitiv am Arsch. Aber interessant. Rufzeichen und alles drum und dran. Ich hätte mal gesagt, hab so, ja, wenn ich schon da bin, dann schau ich natürlich gleich mal, dass ich da das Gebiet mal fertig mache, oder? Wenn dann den schon. Wahrscheinlich bei so vielen Nebenquests, was wir hier haben. Würde ich mal sagen, wir haben mal fast alle Gebiete gleich mal wieder fertig. So, auf dem Schmäh drauf gesagt. Bei so vielen Rufzeichen, was wir da haben. Fix. 100%. Trotzdem das Gefühl, dass ich nicht alle gefunden habe. Das gibt's nicht. Das wiegt irgendwie viel zu wenig. Viel zu wenig Leid. Ich nicht erwischen lassen. Safe zu wenig Leid. Da wäre. Ja,
sag ich ja. Der zeigt mir viel zu wenig leider. Hab's ja gesagt. Das ist trotzdem nicht einmal alles. Akku einer fehlt noch. Sorry. Irgendwo muss noch einer sein. Irgend so ein Hapschi. Irgendwo muss da nur ein Hapschi sein. Oder bin ich komplett deppert und habe mich die ganze Zeit verzählt und es sind eh. Okay. Passt. Da tut er sich spülen. Haben auch wirklich dann alle vier Schätze. Ja, wie ist das nächste? Halt die Pappen. Passt. Hauptsache ich hab den einmal. Die kleine Nervensäge da. Das ist ein Wahnsinn. Und man sieht dann auch gleich mal den ersten Schatz, hätte ich gesagt. Es ist nicht. Das ist nicht normal. Der dreht sich genau um, wenn ich komme. Havara. Da fühlt man sich doch wohl verarscht. Da kann man sich ja nur verarscht fühlen. Kann sich definitiv nur verarscht fühlen. Ich hoffe, dass das. Ich wollte es gerade sagen, so ich hoffe, dass das jetzt nicht umtrat, der Haverer. Es war eh schon wieder typisch. Leg mich am Arsch oder jedes Mal. Kannst du nicht einfach Meier gehen und tschüss? Oh, hoppala. Kommt der jetzt auch wieder oder nicht? Ah, passt. Sehr gut. Ja, so geht's auch. So geht's definitiv auch. Na, warte, dann müssen wir das halt natürlich mal wieder machbar machen, dass wir weit oben sind. So, da hätten wir mal wenigstens den ersten. Bye! Den zweiten Kandidaten, sehr gut. Ich will Meier gehen. Alter, da macht der Geräusch, ist ein Wahnsinn. Ich will Meier gehen. Weißt du, was der da so geplant hat, warum der so deppert herumschleicht? Aber ich bin unterwegs. Digi. Gib mir mal Ruhe und halt die Goschen. Gehen wir mal her. Ah, da kommt schon ein anderer Haverer noch. Da kommt schon der nächste Haverer. Der hat gemerkt gehabt, ich bin auf der Spur von ihm gewesen. Hat sich gedacht gehabt, der kommt da mal selber vorbei. Passt. Ist ihn auch in Ordnung. Währenddessen mache ich natürlich gleich mal das. So kann ich das eigentlich quasi stehen lassen. Das ist gut. Das ist gut. Dann lasse ich das einfach derweil einmal stehen. Ist ja Wahnsinn, der hat sich gerade mal erst hingesetzt. Das wär's mal wieder gewesen. Das wär's saugeil gewesen. Problem ist, dass wenn der nicht still stehen bleibt, dass der jeden Bescheid gibt. Das ist das Problem. Sie sind schon mal wenigstens. Sie sind schon mal unterwegs.
Wieder mal ein Wunder, dass mich da wieder mal keiner gesehen hat. Dieser Wahnsinn. Passt. So, den holen wir sich schnell. Schnelle Welle. Passt, ohne dass das irgendeiner mitkriegt, hoffe ich mal zumindest. Oder dass das der Nächste gleich wieder mitkriegt. Das kann auch wieder möglich sein. So, wir hängen da einfach mal so, so. Hi. Geil, geil. Wir hängen da einfach mal so herum. Eh auf geschmeidig. Passt, wieder einer weniger. Müsste ich jetzt aber trotzdem nochmal schauen, wo ist denn der letzte Schatz? Gucken wir mal da wieder auf, da. Sind wieder so über der Labyrinth, das ist ja Wahnsinn. Ah, da hätten wir gleich wieder den nächsten Hauptmann. Interessiert mich schon wieder weniger. Wo der Schatzl ist, das letzte. Ah, warte. Einfach nur nehmen. Mehr verlange ich nicht. So, wo ist denn das letzte Schatzl? Trifft sich sehr, sehr gut. Trifft sich sehr, 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 sehr gut. Ich wollte gerade sagen, so, und wer hat es jetzt auf mich abgesehen? Ah. Okay. Okay, ja, passt. Was so nett, wie der mich hätte sehen können, aber okay, ja, passt. Viel Spaß dabei. Definitiv viel Spaß. Ich hab den gegen irgendwem anderen kämpft. Ich glaube, die haben gerade gegen irgendwem anderen kämpft. Ich glaube, so sieht es nämlich nach dem aus. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt der Feind war, aber ich glaube nicht. Hat jetzt nicht so ausgeschaut. Hat jetzt definitiv nicht so ausgeschaut. Ha, aber. Nein, in dem Fall war ich definitiv nicht der Feind. Aber Leibwand, ich kämpfe da, was also einfach so mittendrin so, was eigentlich hauptsächlich eigentlich alle abgeschlachtet hat. Aber hey, ich war nicht schuld. Das erste Mal. Das erste Mal, dass ich immer nicht schuld bin. Wollt's gerade sagen, so, da müssen ja noch urviele ja hier sein. Bist du Kade? Deine Mutter hat mich geschickt. Bei Isis. Ja, da gibt's eine Menge. Gibt's definitiv eine Menge. Ich tue mal so gut wie möglich jetzt einmal einfach alle ausschalten. Da ist gar nichts. Mehr. Sehr gut. Ach, da ist gar nichts. Rom ist weit. Alter, ernsthaft, genau jetzt muss der raufkommen und alles drum und dran. Oh, hi. Was sagt die Pappen? Halt die Pappen, der ist gleich erledigt, Ohne dass das jetzt irgendeiner mitkriegen muss. Passt, sehr gut, mach mal auf. Schaut gut aus. Ihr seid alle frei, Leute. Okay, der ist schon längst so hinweg. Der kommt damit definitiv nicht frei. Was? Sonst? Den Kandidaten gerne befreien. Hey, halt die Waffe griffbereit. Uns wird keiner überrumpeln. Kommt sie mit? Ja, du schaut nach einem guten Weg aus. Oh shit. Bei den Göttern. Ja, dann machen wir dann halt einfach. Weißt du nicht, ob du mich da ein oder andere sieht, aber ich bin draußen. Sei wachsam, Philos. Ich bin draußen, das ist wichtig. Sei unbesorgt. Das ist sehr, sehr wichtig.
Weiß nicht, ob das... Naja, wir sind schon draußen, hätte ich gesagt, gehabt, ja. Müssen wir jetzt noch ein bisschen laufen, aber normalerweise sind wir schon draußen. Hätte man gedacht gehabt, es gehen mehr drauf. Hätte man gedacht gehabt, ernsthaft, es gehen mehr drauf. Der Hof, von dem du kommst. Ich weiß, was Flavius getan hat. Nicht schlecht. Wie er unserem Volk das Leben aussaugt. Meine Mutter Nanette. Geht es ihr gut? Ja. Praxila brachte sie nach Balagrai. Ja, er muss dann das andere austesten. Du beschützt uns sogar so weit weg vom Land unserer Vorfahren. Ist so süß, ich weiß nicht. Warum brachten die Römer euch her? Um ihren Hunger nach Krieg und Eroberung zu stillen. Sie haben eine Ballista. Wir laden sie mit einer Substanz von abscheulicher, brennender Verwüstung. Vitruvius, ein römischer Ingenieur oben am Aquädukt, hat sie erfunden. Dann werde ich diesen Händler des Todes finden. Geh zu deiner Mutter. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Wir sind diese römischen Tyrannen los. Das ist jetzt aber mehr Wagel, gell? Ja, da fährst du halt mit. Ja, was soll ich tun? Fährst du halt mit. Da kann ich ganz mal auch nicht immer aussuchen. Okay. Was stimmt nicht mit dir? Ich glaube, weil er da oben ist. Deshalb fährt das nicht gescheit. Danke. Oder will denn das bitte für Aussagekamera, Alter? Ich hab da geholfen, alles drum und dran. Du nennst mich elendige Missgeburt. Kamera! Was ist mit dem Schiff gelaufen? Ich helfe ihm dies zu sehen, Alter. Und der redet mit mir so. Normalerweise kann ich auch nicht goschen. Ich drei Schätze. Jetzt zeig mal, was geht hier ab? Vielleicht löst die Peitsche deine Zunge. Genug! Meine Arbeiter tragen keine Schuld. Schickt mir Soldaten mit etwas Verstand oder wir finden meine Dioptra nie. Feldherr Agrippa wird davon erfahren. Ein Römer, der sich für Ägypter einsetzt. Erbärmlich. Sag Agrippa, ich brauche echte Soldaten, die mir im Kampf gegen diese Diebe helfen. Und jetzt zurück zu euren Weinschläuchen, ihr nutzlosen Faulpelze. Wie nett. Bist du dafür verantwortlich, dass sich mein Volk zu Tode schuftet? Dein Volk? Es ist mein Volk. Ich halte es unter diesen äußerst widrigen Umständen am Leben. Doch wer bist du, mein ägyptischer Freund? Bayek von Siva, Beschützer dieser Menschen. Nun, Bayek von Siva... Ich bin Vitruvius und entgegen der herrschenden Meinung sind nicht alle Römer eure Feinde. Wenn du deinen Leuten helfen willst, dann hilf mir. Unser Werkzeug wurde gestohlen. Mein Messinstrument, die Dioptra, ist wichtig. Ohne sie stoppt der Bau des Aquädukts. Die Lakaien des Feldherrn geben meinen Arbeitern die Schuld. Vielleicht suche ich nach deiner Dioptra. Mit ihrer Hilfe könnte dieser erhabene Fluss bald die Felder der Kyrenaiker bewässern. Sprich mit Dedi bei der Baustelle. Er hatte sie zuletzt. Fortuna sei mit dir, Bayek von Siva. Achso, wir müssen jetzt für diese eine Mission jetzt die nächste Mission erledigen. Okay, alles klar. Leck mir Arsch. Für die Mission müssen wir die andere Mission wieder erledigen. Okay, da hätten wir schon mal sowieso mal den ersten Schatz. Abgehen, so den Schatz da machen. Wenn ich schon dabei bin, einfach. Was soll ich tun? Okay, das ist wieder ganz woanders. Das ist wieder ganz, ganz woanders. Ich glaube, das zählt immer nicht. Zählt das? Ja, das zählt. Ja, dann hätte ich gleich gesagt, dann beginnen wir gleich damit. Sicher, dass es nur der eine Schatz ist? Ja, dann muss es dann der andere dann da hinten sein oder irgendwas, ich weiß nicht. Muss es da, ja, muss dann im Endeffekt wirklich der sein. Die schützen nur den Schatz. Aber hauptsache nur den Schatz schützen, Haverer. Na gut. Also muss dann wirklich. Muss dann in dem Fall wirklich dann der eine sein. Was das? Ja, nimmst du mal den Lift. Vielleicht kommen wir schnell um.
wird schon passen. Wenn nicht, ein Schatz mehr. Auch wenn es nicht dazu gehört. Da kann man schon relativ brav klettern. Da kann man schon relativ gut klettern. Muss man schon sagen. Ja, ist cool hier zu klettern, muss man schon sagen. Kann was. Und? 3 von 3? Oder wieder das eigenes? Na, eh 3 von 3, sehr gut. Sehr gut. Muss jetzt nur nicht unbedingt Meier gehen. Ich muss jetzt nicht unbedingt Meier gehen. Aber schauen wir mal. Gibt's denn nicht? Gibt's hier wieder den nächsten Lift? Wir waren brav. Ein Lift nach dem anderen. Oh shit. Wie mein Handy noch auftritt. Also, ihr wisst ja, was ich meine. So. Aber gut zu wissen, dass ich das jetzt gehört habe. So, abdreht. Interessiert mich nicht. Scheiß hocken. Kann scheißen gehen. Bist du Teddy? Jetzt ist aber wichtig, jetzt ist mal der Stream wichtiger. Bitte, töte mich nicht. Daddy, versprechen kann ich nichts. Versprechen kann ich nie was. Ruhig. Ich tu dir nichts. Aber sag mir, wo die Dioptra ist. Meine Frau brachte mir gerade eine frisch gebratene Hähnchenkeule zum Mittag. Es muss schon Wochen her sein, seit ich... Klingt köstlich, aber kommen wir zu diesem Werkzeug. Dein Essen hilft nicht weiter. Oh, verstehe. Also, ich ließ die Dioptra in der Höhle. Und als ich wiederkam, war sie weg. Gestohlen von Wölfen, Geistern oder Schlimmerem. Ah ja, von Geistern. Wie eine Feuerschale. Aus drei Teilen. Durch ein Teil sieht man, mit einem misst man. Ich finde sie. Und du versuch nicht vor Angst zu sterben. Alter. Aber klar doch. Eieieiei. Wahnsinn. Wahnsinn. Na gut. Kannst dann eigentlich. Wollte gerade sagen, so, da kann es ja eh dann eigentlich quasi nur das eine da sein. Was? Ich gehe einfach mal zu dem Punkt. Vielleicht ist er da drinnen, vielleicht auch nicht. Ich bin einfach mal da. Totenstadtversteck. Oh, das hört sich aber schon mal gut an. Das hört sich aber richtig gut an. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ich glaube aber ja, dass es da draußen ein bisschen abgehen wieder, nicht da drinnen. Ich habe da drinnen halt die ganzen. Also da drinnen habe ich keine Markierungen gesehen. Draußen. Denn. Wenn halt da welche sind, dann sind halt welche einfach da. Was soll ich tun? Wow, die, also Wahnsinn. Also manchmal seine Ideen so dermaßen einfallsreich, dass der einfach jetzt mal, der muss unbedingt eine hupfen. Super. Geht's ja aus, Digi. Hier ist Batman gleich einmal am Start, aufpassen. Ein Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Ha. Gut, das wenigstens, jetzt kann ich mal wenigstens auch Senno rufen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht sogar jeden haben dran. Oder alles finden. Na, hätten wir wenigstens schon mal den Schatz. Na, immerhin. Weiß nicht zwar, wie viele Schätze es gibt, aber es gibt hier relativ viele Gegner. Oha. Ich kann aber nicht haben dran. Achso, das ist der Große. Okay. Ja, wenn es der Große ist, ja, ich finde es trotzdem ein bisschen traurig, dass man den Großen nicht mehr machen kann, aber na gut. Ja, wenn ich schon da bin. Muss. Einfach ein Muss. Tiki, ich komme. Der steht aber einsam und allein, ist ein Wahnsinn. Dennoch. Ja, die müssen dann woanders sein. Die müssen dann irgendwo weiter hinten sein oder so. Anders kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist jetzt wirklich hier nur so
gibt mir jetzt gerade nur so ein bisschen zu wenig. Viel zu wenig. Ah, da hätten wir dann eh auch noch so zwei Kandidaten. Wir werden schon zu den ganzen Gegnern und so alles hinkommen. Plötzlich haben wir dann eh so ein Erwachen. So, oh, hoppala, hier seid ihr sehen. Bevor die Römer wahrscheinlich näher kamen. Sieht aus wie ein Teil der Dioptra. Gehen wir schon mal ein bisschen weiter. Da hätten wir schon den nächsten Kandidaten. Sehr gut. Da hätten wir schon mal wenigstens den Schatz. Ja, vielleicht haben wir hier noch sogar einen ganz speziellen. Ja, so einen ganz speziellen Kandidaten hier. Und da wird wahrscheinlich der andere Haufen sein. Na, da sind dann schon die anderen Viecher. Dann schon ein paar Viecher da am Start. Ja, das sind eh nur noch die da. Na, ideal, Alter, ideal, perfekt. Nehmen wir gleich alles mit und tschüss. Alter. Was? Das ist das habe ich überhaupt nicht gesehen gehabt. Ich hoffe, ich bin nicht schuld. Das war ein Hoppala. Das war ein ganz großes Hoppala, sorry. Dieser Bote wurde von Banditen gefoltert. Ein rührender Brief. Habt ihr Nero P. Liebende entzweit durch Unterdrückung. Erinnert mich an Aya und mich. Der arme Hapti. Ich sollte mir das ansehen. Er hat sicher Ärger. Mit der Tätowierung sollte er leicht zu finden sein. Ein Teil des Messinstruments. Hey, du kannst nicht fliehen. Ich töte dich. Ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz, teilweise. Ja, such da aus, Digi. Du hast die Qual der Wahl. Ja, definitiv die Qual der Wahl, Alter. Ja, na sicher. Top dich aus, Alter. Top dich aus, Digi. Komm her, da. Sehr gut. Wieder mal. Einer weniger. So, jetzt brauchen wir nur noch das Schatzel und dann hätten wir alles, oder? Oder fehlt uns da noch was? Ah, das sind eh noch mehr als genug da oben. Da haben wir ja noch mehr als genug Patienten. What? Wo ist der andere Schatz? Man doch kommt, ich hab schon einen Schatz. Ja, da müssen wir dann wieder schauen gehen. Scheiße. Wo ist der Schatz? Ich hab mir fest einbildet schon. Wir haben schon sich den einen Schatz geholt. Scheint nicht. Ist da. Aber na gut, ich hätte gesagt gehabt, dann holen wir sie den Scheißdreck. Und tschüss, Papa. Und dann gehen wir noch zu dem einen Schatz. Das wäre so ein richtiger typischer Moment gewesen, wo er sich wieder umdreht hat. Der hat ihn eingesteckt, der 31er. Der hat ihn eingesteckt, oder schaut das an. So ein Hund. Last, eingesammelt. Weiter geht's. Ich muss zurück zu Vitruvius. Bevor an Dedi ein Exempel statuiert wird. Das Gute ist, wenigstens der Scheißdreck ist eben weg. Hoffe ich mal zumindest. Ich muss einmal schauen, ich brauche mal wieder meinen Schatz. Du, hey, Havara, tu das einmal markieren. Sonst verpasst das fix. Ja. Wow, danke für die Markierung. War mal wieder eine Hilfe. Na, die Markierung hätte ich jetzt wirklich braucht gehabt. Immer um einiges einfacher dann. Schade, dass ich es halt nicht mitgenommen habe, klar.
Ja, es ist sowieso auf dem Weg. Also so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Wir müssten wir jetzt wieder ein Grabmal jetzt wieder von neu starten oder sonst. Also so ist jetzt auch wieder nicht. Aber es ärgert halt trotzdem halt. Denkst du halt, du bist eh durchgegangen überall etc. etc. Jetzt sein können. Okay, da ist jetzt eine gute Frage. Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ist es nicht draußen noch? Sag ich mal her, Haverer. Wo soll denn der Schestrick sein? Okay. Okay, das. Das erklärt so einiges, warum ich es nicht mitgenommen habe. Aber wo vielleicht. Oh, da ist ja noch einer. Vielleicht andere Ebene oder so? Ich weiß nicht. Oder geht's da noch da? Nein, auch nicht. Ja, andere Ebene. Aber es zeigt mir an, dass es da ist. Da oben. Das ist auch nicht schlecht. Ich wollte es gerade sagen. Büste höppert. Gott, dass der eine passt, der Haverer. Der wollte noch gar nicht einmal rein da. Er wollte nicht einmal rein. Ja, dafür kriege ich mindestens 1000er EP. Mindestens. Für die Frechheit. Haverer. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. So, ich komm schon, Pudeli. Ich komm schon. Keine Angst, wir haben alles gefunden. Keine Angst, brauchst nicht gleich sterben. Brauchst dich nicht gleich selber haben dran. Bin schon unterwegs, Digi. Bin unterwegs. Tu dir jetzt bloß nicht selber haben dran. Aber finde ich cool, dass die eine Nebenquest mit der anderen Nebenquest verknüpft ist. So selbst wäre jetzt geil gewesen. Jetzt wäre schon ein Hit gewesen. Bin schon unterwegs. Geile Stimme. Also manche Sprachen sind schon faszinierend. Wie die Laute und alles drum und dran sind. Du hast sie? Du hast meine Dioptra? Ich habe sie oberhalb des Aquädukts gefunden. Hätten wir nicht vielleicht auf Sicherheitshalber den einen anderen Bescheid geben sollen? Stimmen gehört haben. Sie dachten an Geister. Doch ich hielt das nur für abergläubischen Unsinn. Das ist erledigt. Euch sucht nichts mehr heim. Weder lebendig noch tot. Exzellent. Jetzt hat Feldherr Agrippa keinen Grund mehr, meine Arbeit zu quälen. Er wurde noch ehrgeiziger, seit Flavius aus Siva zurückkehrte und keinesfalls im guten Sinne. Danke, Bayek. Du rettest unseren Leuten das Leben. Haben wir jetzt eigentlich dann quasi zwei Missionen gleichzeitig abgeschlossen? Fortuna sei mit dir, Vitruvius. Deine Arbeit wird vielen Menschen in der Kyrenaika helfen. Okay, und es geht dann halt einfach nur quasi halt dann weiter. Okay, passt. Gut zu wissen. Sag mal her, was haben wir denn da Schönes? Was kann ich denn schon wieder zerlegen? Kann ich schon wieder Zerleger spielen? Ah, oh, Wahnsinn. Ja, wir haben schon so einiges in Gold. So einiges. Bist du deppert. Da ein bisschen was, da ein bisschen lecker. Fast 43. Sexy. Kann man definitiv nichts dagegen sagen. Der ist wecker. Tob dich ruhig aus, Digi, tob dich ruhig aus. Oh, kommt schon was zusammen, sagst du. Es war halt leider nichts Besonderes, aber es kommt was zusammen. Sag mal hier, so ungefähr so. Achso, wir haben nur drei von den Stück.
Okay, ja, das erklärt so einiges. Okay, ja, Leder, wow, aber sonst. Aber sonst könnten wir überall schon Upgrade machen und fehlt uns der Scheißtrick. Geil. Wie war man da gleich drei Stücke? Ja, da will ich eher schauen, was sonst noch so geht mit zwei Dingen. Dementsprechend würde ich mal wieder sagen, Leute.